YOLO. YOLO? Roffel. Bitte was? LOL. Für die Netzgemeinde. Okay. YOLO. Soweit dazu. Wollen Sie vielleicht irgendein Geheimnis verraten, was im Netz sich ein bisschen verbreiten würde? Jetzt über uns beide oder? Zum Beispiel? Also, liebe Netzgemeinde vom MDR Riverboat, zwischen uns beiden läuft leider nichts. Was sehr schade ist, aber... Aber ist so. Ja. Sagen wir ruhig, wie es ist. Es ist so. Es gibt nichts aufzudecken. Nein, wir können leider nichts weiterhelfen. So. Stichwort nochmal Karriere. Gibt es irgendwas, was Sie bereuen im Leben? Bereuen? Nö, eigentlich nicht. Das ist eine gute Frage. Ist mir noch nie gestellt worden. Oh! Ja. Nein, ich bereue nichts. Das ist auch eine schöne Aussage für die Netzgemeinde. Ja, ja. Gab es aber irgendwelche ganz besonders schönen Momente oder was gar nicht ging, irgendwann eine Panne? Ja, also ich war schon mal beim Riverboat, das ist so eine Sendung vom MDR. Und noch nie gehört. Da war hinterher eine Aftershow-Party, also das ist die Party nach der Sendung. Man sieht schon die Räumlichkeiten so im Hintergrund. Da ist nachher nach der Sendung hier eine riesen Mörderfete. Und da war damals noch ein Moderator tätig hier. Der hat auch den Wetterbericht gemacht. Mhm. Und also was da hinterher hier abging, Leute, hallo. Ein Glück, dass es da noch keine Handys gab. Das war also ist lange her. Noch irgendein ein Tipp für heute Abend? Irgendwas, was Sie heute... Ja, ein Tipp für heute Abend wäre, also von meiner Seite aus einfach mal einschalten. Wird eine super lustige Sendung. Ich weiß es, obwohl die noch nicht angefangen hat. Wird super lustig, weil Kim Fischer und ich zum Beispiel, wir werden uns unterhalten. Und das ist, wenn wir uns privat unterhalten, sehr lustig und im Fernsehen eigentlich noch lustiger. Ich fange an und Sie ergänzen. Aha. Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen. Und dann den kleinen... Die kleine Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint da so ein Pfeil. Sie können den ganzen Text? Ist ja irre. Ich bin vorbereitet auf Sie. Hervorragend. Aber ich glaube, das ist ja allgemein bekannt, ne? Ja, das kann eigentlich jeder. Können Sie mit dem Erfolg eigentlich umgehen? Ja, also jetzt, wo ich auch im World Wide Web quasi zu sehen bin, wird es natürlich immer schwieriger, weil das, was wir beide jetzt zum Beispiel aufnehmen, das sehen ja weltweit, ich kann die Zahl, kann man ja gar nicht erfassen. Und das ist schon, mit dieser Bürde umzugehen, das ist schon, damit muss man erstmal klarkommen.